Ich frage mich, warum müssen so viele Filme über Leute hier gedreht werden? Ich liebe Science-Fiction-Filme mit so außerirdischen. Das kann ich mir gut merken, wenn die dann so reptilienhaft daherkommen. Oder denn, ja, Darth Vader mit seiner Maske und so. Die sind auch klar erkennbar und da kann ich auch der Handlung sehr viel besser folgen. Weißt du eigentlich, was bei dir im Gehirn los ist? Es gibt hinterm rechten Ohr gibt's eine Hirnregion, die ist nur dafür zuständig, Gesichter zu verarbeiten. Und das scheint bei dir irgendwie nicht zu funktionieren. Ich wurde denn im Grunde genommen von den Lehrern auch gemobbt in der Schule, ja. Ich war immer froh, wenn die Schule aus ist, bin nach Hause gerannt in einem Affenzahn. Und dann habe ich mich wieder über meine Bücher geklemmt, die ich hatte, und habe über Afrika alles gelesen und über Amerika und über den Kongo und den Amazonas. Und weil das waren so die beiden Sehnsuchtsorte, wo ich dachte, da werde ich dann mal leben. Ich werde irgendwie so im Kongo leben oder eben irgendwo am Amazonas. Ich wollte in erster Linie weg von den Menschen. Okay, und in zweiter Linie? Vielleicht irgendwo eine einsame Insel finden, wo ich bleiben kann. Das schien mir eine gute Lösung.